Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wie ihr seht, ich habe hier einen großen weißen Karton. Und zwar ein portables Display von Lepau C2-Serie, was wir jetzt mal auspacken werden. Hinten haben wir auch noch ein paar Daten. Es ist ein 15,6 Display, also Zoll-Display. C2-Serie, Portable Display. Ich habe zwei Ideen, was ich damit machen könnte, wollte. Aber erstmal packen wir aus, würde ich sagen. Die eine Idee wäre als Bildschirm für meine Große, weil ich bin da am Überlegen, ob ich mir da vielleicht irgendwann demnächst oder nächstes Jahr zum Geburtstag oder so ein Mini-PC schenke für die Schule. Also beziehungsweise für Schularbeiten und so. Und da hätte sie denn halt praktisch, weil die fressen nicht so viel Strom wie große PCs oder ein Laptop oder so. Und der braucht ja nicht viel Power, braucht ja nur, muss ja nur Microsoft-Sachen drauf laufen, Browser muss gehen und dass er halt was googeln kann und USB-Stick drin, wenn wir was ausdrucken lassen müssen oder sonst irgendwas dergleichen. Und da hat sie dann praktisch ein kleines Display dazu. Oder im Auto. Muss ich gucken, wie groß das ist. Hinter meinem Sitz habe ich so ein Ding hängen, wo du halt Bücher drin machen kannst, Stifte und was weiß ich. Und oben hast du dann halt Platz, hast du so eine Klarsichtfolie, wo du halt einen Bildschirm drin machen kannst oder ein Tablet. Da müsste ich mal gucken, ob es da vielleicht so drin passt. Dann wäre das was für das Auto. Aber dann muss dann Kopfhörer gemacht werden und so. Weil sonst ist mir das zu laut da hinten. Oh, schön geschützt. Hier haben wir so eine Matte. Oh! Also, das ist mal ein Hersteller, der mitdenkt. Wir haben eine Schutzfolie mit bei. Hier, da oben, hier kann man dann abziehen. Also, das muss man rausziehen. Und dann hat man die Schutzfolie. Dann den Kleber abziehen. Dann kann man das auf den Bildschirm machen. Das ist ja toll. Also, das lobe ich mir. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Wandadapter. Hier müsste aber auch irgendwas drin sein. Hier sieht so aus, als wenn da was drin ist. Aber da ist nichts drin. So, hier haben wir einen klassischen Wandadapter in Schwarz. USB. So. Bräuchte ich nicht mal. Ich habe im Auto USB-Anschlüsse. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ich habe ja einen USB-Verteiler. So, hier ist der Bildschirm drin. Den gucken wir uns dann gleich genauer an. Wir gucken nur, was noch so mit bei ist. Ja? Wir haben auch hier eine Anleitung. Was haben wir denn hier? Ach, hier kommen wir dann zum technischen Support. Display. Handy. USB-C zu USB-C. Ja, das werden wir mal testen. Hinten haben wir auch noch Anschlüsse. Also sehr übersichtlich gestaltet. Und Farbbilder auch. Das ist vorbildlich. Dann haben wir hier ein USB zu USB-C-Kabel. Hier haben wir dann fürs Display zum Abwaschen, also zum Saubermachen und Trockenmachen. Und hier sind dann aber, wenn irgendwelche Fusseln sind, sind diese Aufkleber, der klebst du auf und machst weg. Wenn sie hartnäckig sind, für die Schutzfolie. Hier haben wir dann ein. Ja, wie heißt denn der? Das sieht nicht aus wie ein USB. Das müssen wir gleich mal angucken. Und hier haben wir dann nochmal einen USB zu HDMI. Müssen wir auch gleich mal gucken. Und hier ist USB-C. Das wird wahrscheinlich der Stromkabel sein. Ja, dann haben wir hier alles soweit ausgepackt. Ich werd das mal hier oben lassen. So. Ich werde mal das Display ein bisschen weiter wegräumen. So. Und dann machen wir hier erstmal die einzelnen Verpackungen auf und gucken rein. Was da so schönes alles drin ist. So, dann haben wir hier ein Kabel.
Das ist ein, ja, ein klassischer HDMI-Kabel zu einem Mini-HDMI ist das da. Könnt ihr das sehen? Das ist genauso geformt wie ein HDMI, das ist halt ein Mini-HDMI. Aber der ist... Warte mal, da muss ich mal kurz bei mir gucken. Der ist ein bisschen größer als der HDMI, den ich, also die Mini-HDMI, den ich bei mir an der Kamera habe. Ja, das ist immer mit diesem Mini-Makro und so, da kommst du ja echt durcheinander irgendwann. Also, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dass nichts wegkommt, machen wir das auch schon wieder zu. Dann können wir uns den mal hier beiseite legen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann haben wir hier einen... Na, komm mal her. Einen USB-C-Kabel. Zu USB-C. Den brauchen wir, weil wir wollen ja unser Handy verbinden. Den legen wir mal dahin. So. Dann haben wir hier das ist das Putzzeug. Und hier haben wir jetzt einen USB-C zu USB. Ich denke mal, das wird der Strom sein. Ja, für den Wandadapter. Also die brauchen wir auch beide. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch die Anleitung. Und dann haben wir diesen hier. Das ist ein Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Dieser Anschluss hier, warte mal, ich mache mal so einen Zoom für euch. So. So ein bisschen breiter. Ist der nicht Thunderbolt? Ach man, ey, mit den ganzen Anschlüssen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Anschluss ist. So, dann haben wir praktisch das alles mit bei. Plus das Display. Aber das muss ich ja jetzt hier erstmal beiseite räumen, damit wir das Display hier holen können. Weil das... Ja, die brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir jetzt auch nicht. So. Dann haben wir hier Display. Das ist sehr leicht. Wir haben hier auch noch eine Schutzfolie drauf, die werde ich drauf lassen. Ja, die hier, also nicht wundern, ich werde die definitiv jetzt erstmal noch drauf, drauf lassen. Ja, doch, die ist halt nur oben geklebt. Ich lasse die jetzt erstmal noch drauf, weil ich zu sehr Angst habe, dass ich irgendwie irgendwas falsch mache. So. Hier haben wir dann die Rückseite. Hier ist dann praktisch der Ständer. Oh, er hat Ständer gesagt. Hier haben wir An- und Aus-Knopf. Wartet mal, ich zoome mal ran, dass ihr das sehen könnt. So, hier ist der An- und Aus-Knopf. Plus- und Minus-Knopf. Ich denke mal für das Menü hoch, runter gehen. Und hier zurückgehen. Hier haben wir dann noch, denke ich mal, werden wir gleich sehen. Hier haben wir dann noch einen Kopfhöreranschluss. Also ein Klinkeanschluss. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt diese Anschlüsse. Wir haben HDMI. Wir haben USB-C. Wir haben Strom. Und dann ist dieses mit dem... Ja, mit diesem Halbkreis irgendwie ganz komisch mit einem Punkt im Strich in der Mitte. Ich glaube, es könnte ein Thunderbolt-Anschluss sein.
Könnte ich mir vorstellen. Hier haben wir auch noch ein bisschen rau. Hier oben haben wir dann noch einen Aufkleber, FCC und. Ja. Und wenn wir das jetzt hinstellen, würde das sich dann so darstellen. Oh, ich muss euch erstmal hoch. So. So würde der denn stehen. Ja, also seht ihr jetzt schlecht. Ja, der steht jetzt hier praktisch auf seinem Standfuß. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das dann gleich mache, damit ihr da hier ein bisschen mehr seht. Vielleicht die Kamera ein bisschen drehen. So. So, dann könnt ihr sehen, dass er halt steht. So. Ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich bin mal gespannt, was da für eine Qualität gleich vom Bildschirm hat. Im Hardware-Video, wenn wir das anschließen werden. Also ich glaube nicht, dass das bei mir im Auto drin passt. Dafür ist er zu groß. Also wird er wahrscheinlich für die große sein. Mini-PC angeschlossen, Tastatur, Maus, reicht doch aus. Entschuldigung. Oder für meine Mama, für die Küche. Mal gucken. Ich könnte nur bei mir machen, aber ich würde ihn dann halt eher so machen, so hochkant. Steht da auch. Könnte ich den Chat reinmachen. Und groß zoomen. Von OBS zum Beispiel ein Chat-Tool da rein hier. Oder von YouTube den Chat hier runter reingemacht und groß gezogen. Und dann habe ich hier nur den Chat drin. Und den halt dann zwischen meine B-Monitore neu gestellt. Das wäre geil. Na, mal gucken. Ihr habt hier noch Möglichkeiten, wo man rumspielen kann. Ich würde jetzt hier für das Unboxing erstmal Schluss machen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir uns das genau angucken werden und den Bildschirm mal testen werden und meine Lippe. Fühlt sich ein bisschen taub gerade vorne an. Habe ja auch nichts gemacht. Komisch. Naja. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Am besten beim Hardware-Video nochmal gucken und da werden die Fragen bestimmt beantwortet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.